liebe Sandrock-Fans, hier sind wir wieder. Mein Teil von Sandrock. Und läuft der jetzt da hinter mir rum, okay? So, wir haben jetzt hier schon mal ein paar Missionchen erledigt, die wir jetzt aufs Auge gedrückt bekommen haben. Jetzt müssen wir Elsie noch was geben und noch ein paar Bretter für Heidi. Wahrscheinlich kann sie die dann mit dem Handkantenschlag direkt zerschlagen oder sowas. Die ist ja ein Supergirl, wie wir erfahren haben. Halleluja. tun sich ungeahnte Dinge auf. Mal gucken. Wir müssen jetzt mal Elsie finden hier irgendwo. In diesem Chaos. Das ist hier. Cooper will irgendwas. Trudy. Oh. Elsie, there is Elsie. Look at this. So, komm, auf geht's. Auf geht's, Blümchen. Schnapp sie dir hier irgendwo. Ah, der ist hier. Hier geblieben, nicht weglaufen. Yeehaw! Hey, das sieht ziemlich gut aus, Fred. Bist du sicher, dass du das nicht aus einem hochtrabenden Profiladen geklaut hast? Wo soll der denn sein? Ja. Mensch, ich spüre, wie alle Regenwolken verjagt werden. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf den Trail zu gehen und das Ding auszuprobieren. Interessant, dass das jetzt schon in Deutsch übersetzt ist. Hier ist dein Lohn, wie versprochen, Fred. Wir sehen uns. Holla, yo. Ja. Plus 10 Ruf und einen goldenen Ohrring haben wir bekommen. Nice, nice. Da können wir ja vielleicht nochmal mit dir reden, dann kriegen wir nochmal einen Punkt. Mian erzählt mir immer, wie sehr sie die Wolkenkratzer in Telski vermisst, aber ich finde, das passt nicht zusammen. Wolkenkratzer verderben nur die Aussicht. Ich will immer die Wolken sehen und nicht Kratzer. Ja. Kratzer sind auch nichts Schönes. Ja. Komm dir noch was Schönes schenken, so ganz nebenbei. Wie wär's mit dem Ring? Den hat sie mir ja gerade ja geschenkt. Das geht ja wohl nicht. Ja, das wird nicht viel bringen. Gerade haben wir jetzt nicht so was Besonderes dabei. Außer was. Ach, Nemo, was machst du denn hier? Wie wär's mit dem Wasser? Plus 7. Nemo, du machst mich nervös. Okay. Will spielen oder was? So, sehr schön. Da haben wir ja mal wieder ein bisschen was an dem Beziehungspunkten gemacht. Das stupst mich hier an. Ich kenne mich mit Hunden auch nicht aus. Was mache ich denn jetzt? Der hat bestimmt die Knochen gerochen, die ich in meiner Tasche habe. So. Mal gucken. Und Elsie. Okay. Da haben jetzt hier Herzchen voll. Okay. Es wird langsam. So. So ein Tierchen. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Okay. Aber Freunde haben wir. Beste Freunde 2. Okay. Komm, liebe Schön, was ist denn los? Ich habe auch kein Bällchen für dich, sorry. So, komm Blümchen, wir müssen uns wieder an die Arbeit machen. So, Trudy läuft auch noch hier so motiviert durch die Gegend. Nee, ich war noch nie in der Schulerschlucht. Habe ich noch nie gesehen, was ist das? Können Sie mir einen Seidenschal bringen? Oh, das ist keine Bitte der Bürgermeisterin. Nur ein Gefallen für eine Freundin, wenn es dir nichts ausmacht. Seidenschal, okay. Sieh ja. Oh, da steht sie ja. Die mögen alle dein Brustfellblümchen. Ich weiß nicht warum. Es muss sehr kuschelig sein. Ich finde, es müsste mal gelüftet werden vielleicht. Aber ansonsten... hier haben wir noch was mit Heidi. Und dann haben wir es hier eigentlich. Was immer die jetzt will. Seidenschal. Hat der gerade einen hier? Ich glaube, den habe ich noch nicht. Habe ich den schon mal selber gemacht? Blub, blub. Nee, der hat gar keinen, okay. Den können wir uns jetzt hier nicht besorgen. Aber den haben wir, glaube ich, mal hier gekauft, oder? Hm. Oder war das bei Vivi? Gut, kommen wir hier jetzt nichts. Ah, Justice ist auch mal wieder unterwegs. Mhm. Ja, es ist nicht gerade einfach mit den Monstern, Banditen, Sandwürmern, Mutanten und Abtrünnigen. KI, was hat knapp weiterhin aufgebracht. Nächsten Volk und das Wetter könnte auch etwas besser sein. Trotzdem würde ich es nicht gegen etwas anderes eintauschen. Wenn du an einem Ort wie Atara arbeitest, wirst du im Handumdrehen verweichlicht. So sieht's aus. Wie sehen ihr? Okay. Tja, Trudy, da kann ich jetzt nichts machen für dich. Es gibt heute keinen Schal für dich. Gucken hier oben. Die bewegt sich. Wo ist die denn?
Hier muss auch noch irgendwo eine Truhe sein, aber... Hier stehen praktisch Stummer, aber... Hier ist ja nix. Also wo sollte die sein? Da oben ist ja auch nix, oder? Hm. Naja, wie kommen wir denn da oben eigentlich hin, diese ganzen Gebäude, die es hier noch so gibt? Was ist das hier eigentlich? Zu verkaufen, okay. Da kann noch einer einziehen. Ah, da kommt der Penn, unser wunderbarer Held, der sich selbst im Spiegel verloren hat. Hi. Mhm. Ich habe eine Idee, werde doch besser im Kämpfen, dann haben wir vielleicht etwas, worüber wir reden können. Aber wenn das alles ist, was dich interessiert, dann... Nee. Wer wohnt hier eigentlich? Ach, hier ist der Schlafplatz der Minenarbeiter, okay. Ja, in der Zunft bin ich nicht drin. Keine Minenarbeiter, nur Minenarbeiter. Und sonst auch niemand. Zutritt nur mit Einladung. Und zwar wahrscheinlich der Minenarbeiter. Hm. Ach, guck mal an. Hier steht eine Truhe seit weiß was ich wie lange. Und ich habe das nicht gecheckt bisher. Okay. Das ist ja ein Ding. Steht hier einfach rum. Du weißt schon am Anfang des Spiels oder so. Okay, 100 Golds. Ist das härter? Okay, dann kriegen wir Hartholz-Dielen. Das ist ja lustig hier. Noch so ein Dach. Da noch irgendwo was? Nee. Okay, haben wir das auch. So. Unerwartet. Na, wir springen hier mal ein bisschen rum. Gut, dass du gute Stoßdampfer hast. Mümchen. Wir reden mal mit Pablo, wenn er gerade hier so rumsteht. Howdy. Ja, auch viel Kundschaft anscheinend. Ich kann nicht umhin zu merken, dass du, sagen wir mal, nicht gerade den Trends folgst. Du solltest wirklich keine Abstriche über deinem Aussehen machen, weißt du. In Mode geht es nicht nur darum, seine Schönheit zur Schau zu stellen. Also, ich meine, das ist das Hauptanliegen, aber es geht auch darum, selbstbewusst zu sein, dass man alles getan hat, um gut auszusehen. So long, Partner. Am Hemden nehmen wir jetzt hier prima aus. Hab sogar neue Löcher im Schal. Sieht viel windschnittiger. So, wo ist denn jetzt die Heidi, verdammt? Hallo! I had to ask my ma to take care of my son back in Atara. Ihr Sohn in Atara. Ich bin gespannt, ob sich das irgendwann auch mal aufklärt mit ihrem Kind. Hm. Ist das da mit ihrer Familie so ist? Ja. Jetzt hat sie gerade automatisch den Kopf gedreht. Okay. Hm. Gut, die flutscht mal wieder weg. Hier haben wir gerade Tori. Da ist Elsie mit Trudi. Na gut, dann Cooper. Was will denn Cooper? Das hauen wir jetzt nicht auf, das sind ja nur Speisereste, mit denen kann ich nichts anfangen. Aber wenn Amira gerade hier rumläuft. Hello, making pottery for me is back. Achso, mit der hat man schon gesprochen heute. Stimmt. Bye. Bye, bye. Bye. Ach, Kokolein hat sich wieder einen Kaktus gesucht hier. Was ist denn der Vogel? Ah, da oben. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja irgendwas. Wir müssen es nämlich vielleicht mit den zukünftigen Schwiegereltern auch gut stellen. Man weiß ja nie. Yeah. Die Kirche ist hier aufgeschlossen als anderswo. Das ist auch gut so. Denn wenn wir in Sandrock die schicken, verdorbenen Reliquien nicht verwenden könnten, wären wir mausetot. Howdy. Hallo, Partner. Bist du wohl ein bisschen faul, was? Ich gebe dir eine Aufgabe. Geh und hol mir Bronzedolche. Tu es für deinen alten Kumpel, den Cooper. Was? Catch you later. Faul? Hallo? Wir reiten jetzt über dich drüber. So, was hast du davon? Fliegel. Okay. Na, Kokolein. Okay. So. Dann haben wir hier in der Stadt eigentlich so gut wie alles erledigt. Bis auf so ein paar, Handwerker-Bordaufträge, das ist jetzt nicht so tragisch. Die möchten einfache Sandfischfalle haben. Okay.
Das ist alles eher jetzt nicht so lukrativ. Ah, der möchte den großen Sandakuda. Ja gut, wir wollen ja eh nochmal angeln, von daher. Und wenn Elsie in so einer Sandfischfalle will, ja gut, machen wir das. Das ist auch jetzt. Gibt nochmal Beziehungspunkte, 8. Da brauchen wir zumindest keine Geschenke für ausgeben. Das ist dann eher was Günstiges. So. Dann bauen wir mal eine Sandfischfalle. Palam! So, die haben wir schon mal direkt fertig. Sehen, ob Elsie hier draußen noch irgendwo erwischen oder ob die schon wieder zu Hause ist. Obwohl auf der anderen Seite, früher ist die so oft in der Wüste rumgelaufen. Dann sollte sie jetzt zu Hause rumhocken. Hm. Sie ist hier natürlich nicht. Achso, die ist schon zu Hause, wirklich. Komisch, Bern läuft hier nicht mehr draußen rum, Elsie auch nicht. Was ist mit denen los? Also heuchlich geworden hier. Da liegt es am Wetter, keine Ahnung. Es ist ja so schlecht, wie man hört. Ja, Das ist Elsie. Ja, der wollte was, ja. Ach, der ist hier. Hallo, hier nicht Fernsehen gucken. Hallo, ich bin hier. Ein bisschen unaufmerksam. Bitteschön. Wow, da habe ich diesen Auftrag nochmal ausgeschrieben. Das ging ja ganz schön schnell. Warte nur, bis ich meinen Jagdmann davon erzähle. Ta! So, das haben wir. Irgendwie habe ich mir jetzt immer ein bisschen anders vorgestellt. Aber okay. Upp. Und sie hat immer noch ihr Problem mit. Was? Was mich an Cooper gereizt hat. Nun, jedes Ranch-Mädchen liebt einen Kerl mit einem stabilen Einkommen. Verstehst du das? Beständig. Ja, was auch sonst, ne? Achso, jetzt hat sie also nichts mehr. Ich glaube, ich habe noch einen Haufen Süßkartoffeln rumliegen. Ich denke, ich könnte sie verwenden, um etwas Nettes zu zaubern. Hast du zufällig eine Idee? Teile das Rezept gedämpfte Süßkartoffeln und halte 20 Kohls und einen Beziehungspunkt. Okay. So jung und schon ein paar Ass im Ärmel. Ich denke, ich werde das heute mal ausprobieren. Danke. So, dann gibt es halt mal was Neues zu essen. Süßkartoffeln. Edge. Oh. Oh, 20 Kohl für mich. So, die Mühle quietscht. Ich glaube, das macht da so Geräusche. Okay, dann haben wir schon mal direkt die erste Mission erledigt. Flop, wie wir sind. Hervorragend. So. So kann man auch absteigen. Habt ihr das gesehen? Gekonnt ist gekonnt. Hey, okay. Ich hab das keiner gesehen. Das zeigt nur noch mal ein bisschen was hier. Quarz trägt Blutstein. Okay. So wenig Kupfererz noch. Könnten wir noch mal machen. Ich glaube, das ist auch ein nettes Geschenk. Da ist das ein bisschen. Pillepalle. Bronzedolche will der Vogel. Wir haben keine Bronzestäbe. Die machen? Nee. Schon wieder keine Bronze. Immer zu wenig von dem Zeug da. Keramikflasche. Ja. Könnten wir einmal machen. Da habe ich schon wieder keinen Dreck. Aber ich würde noch 3 machen. Ist auch nicht viel. Okay.
Garnstahlstangen. Die könnten wir auch mal machen auf Vorrat. Wir haben ja genug, was das angeht. Hier ist noch was drin. Okay, so. Füllen wir nochmal auf. So. Schwupp, schwupp. Na, komm. Ja, ich mach noch ein bisschen Wasser rein. Zack. So. Da haben wir noch ein kleines bisschen Zeit haben. Würde ich mal sagen. Komm, Lümpchen. Ach, wir nehmen die Tür. Ach, Mann, hier. Ganz bequem. Gut. Dann nehmen wir die Tür. So, dann gehen wir noch ein kleines bisschen angeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn wir ins Bett fallen müssen, können wir jetzt bis 1 aufbleiben, ohne dass es da uns einen Schaden gibt. So. Was haben wir hier nochmal? Die Kupferreste, ne? Machen wir mal schnell weg. Das sind nur 2 Schläge. Können wir immer gebrauchen. So, ihr Sandfisch. Jetzt seid ihr dran. Ha. Oh, da kommt schon mal so ein dicker Brocken angeflogen. Okay. Nein! Wie kann das denn daneben gehen? Der war doch im Ring drin. Das Spiel will ich nicht veräppeln. Nee. Gibt's doch nicht. Jetzt kommt da wieder nur so ein Mini-Forelle an. Was ist denn das hier? Dicke Rüstung? Was wie ein Trilobit oder sowas. Kastanie wird hier wahrscheinlich nichts bringen, oder? Nee. Okay. Wir haben nur ein normaler Fisch. Oh. Ja, jetzt habe ich ihn. Ha! Großer Sandkarpfen. Aber Sandakudas scheint hier nicht drin zu sein. Die muss ich woanders suchen anscheinend. Hier sind nur die normalen. Schwupp. Da müssen wir uns die anderen Fischgründe nochmal angucken. Wo kommt der da? Oh. Kommt noch so ein kleiner Moby Dick. Okay. So, ich hab dich. Jawoll. Ha. Den haben wir auf jeden Fall. So, ich denke mal, wir kommen jetzt hier nicht mehr rausholen. 2 große Sandkarpfen und 3 kleine, immerhin. Ist ja auch schon mal was. Oh, was liegt denn hier alles rum? Holzreste. Oh, da sind hier so viele Holzreste. Jetzt mehr zu spawnen als sonst. Ist das hier nochmal Kupfer? Ja. So, haben wir noch ein paar Sandbären hier? Ja, sehr gut. Bisschen Kameltreibstoff. Ein Ei. Nochmal Wüstenpilzstämme, okay. So, haben wir das auch. Haben wir den schon getreten heute? Unbetretener Kaktus. So wird irgendwann mal meine Biografie heißen. Oder der ungetretene Baum. Ich weiß es nicht. So, dann kommen wir jetzt auch schon. Ja. Ja, ich weiß. Jetzt müssen wir ins Bett. Ups. So, Blümchen. Jetzt. Ah, wollte ich jetzt hier in Reichweite, wenn ich ein scheiß Ding anbinden, komme ich nicht hier runter. So. Jetzt könnt ihr mich gerne haben. Jetzt gehe ich ins Bett. So. Dann nochmal. Naja. Haja machen. Okay. Mi. So. Endlich haben wir wieder Augenringe. So gehört sich das. Und heute ist dieses komische Fireside-Meeting wieder. Keine Ahnung, was sie da wieder zu sagen haben. Ups. Was ist jetzt? Fehlt, aufgestanden! Verdammt, du stehst spät auf! Ich warte schon ewig, schon fast 10 Minuten! Sie scheint eine sehr ungeduldige Person zu sein. 10 Minuten. Aber
Aber das tut nichts zur Sache. Komm, ich hab die kleine Belle mitgebracht. Wir machen einen Ausritt. Ich bin mal ganz dumm. Wir sitzen beide auf demselben Pferd? Na klar, Freunde reiten immer zusammen, nicht wahr? Ich will diesen neuen Sattel ausprobieren. Was meinst du? Freunde reiten immer zusammen? Okay. Das heißt, man braucht auch immer nur ein Auto. So praktisch. Okay, los geht's. Natürlich. Prima, aufsatteln. Lass uns loslegen. Ich nehme dich zu meinem Lieblingsplatz mit. Oh, da würde ich aber gerne mal sehen. Weg von allem. Mission gestartet. Okay. Auf geht's! Komm schon, kleine Belle, lass uns loslegen! Gut, dass ich noch nicht gefrühstückt habe. Versuche, Schritt zu halten. Das steuert hier eigentlich. Also, ich find's nicht. Wo wir wohl jetzt hier hinreiten? Sieht sehr professionell aus, Leute. So reitet man. Oh. Zieh dir das rein, Fred. Ich reite hier manchmal von meinem morgendlichen Rindertreiben aus. Hol Tiefluft, saug alles in dich auf. Ihr seht über all dem Staub und Dreck, also ist die Luft besonders frisch und die Aussicht ist auch nicht zu verachten. Ja, das ist schön. Die Berge da hinten. Der große Baum da. Ja, sieht schon cool aus. Hier ist auch noch so ein riesiger Baum. Da auch. Ja, schon nice die Aussicht. Ach ja. That's the good stuff. Das ist der gute Stoff. Die ist sauerstoffsüchtig. Okay, jetzt wissen wir es. Was hältst du davon, Partner? Fühlst du dich inspiriert, demütig? Im Angesicht der Weite der freien Natur? Oh, shit. Ich weiß nicht, ich mag bauen lieber. Es ist atemberaubend oder hat die Aussicht verblasst im Vergleich zu dir? Oh, ei. Ich weiß nicht. Sie hat ja mal gesagt, dass wir nur beste Freunde bleiben sollen, aber, Es ist aber auch ein bisschen sehr dick aufgetragen, oder? Ich meine, ihr macht hier das aus nichts heraus, so ein Kompliment. Gut, wir schmeißen ja auch die ganze Zeit mit Geschenken zu, so ist es ja auch nicht. Das ist ein bisschen sehr unromantisch. Dann würde ich gleich sagen, oh, ich denke gerade über nach, wie ich diese Steine hinten abbauen kann. Ist es atemberaubend? Ich weiß es nicht, aber... Komm, Fred ist so dumm und er haut jetzt einfach mal sowas raus. Die Aussicht verblasst im Vergleich zu dir. Ihr seht ja eh kaum was außer ihr Rübitze. Hä? Ich kann dir nicht ganz folgen. Naja, ich werde auch nicht jünger. Okay, sowas kommt bei ihr nicht an. Das sieht ja aus. Reiten wir jetzt hin? Oh, mir wird schlecht. Come on, faster. Oh mein Gott. Ich hab keinen Sturzhelm an. Da ist ein Huhn. Vorsicht, das Huhn. Okay, das Huhn ist egal. Was? Oh, bremsen. Oh Gott sei Dank. Wow. Wer hat das denn hier? Diesen professionellen Zaun hingebaut. That's my favorite running spot. I like to bring Belle out here and just gun it down that hill. Hands tied on the reins, wind in my hair. Jaha, das ist mein Lieblingsplatz zum Laufen. Ich bringe Belle gerne hierher und schieße einfach den Hügel hinunter. Die Hände fest an den Zügeln, den Wind in meinen Haaren. Und irgendwann fällt sie hinunter. Puh. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich das Gefühl habe, irgendwo außerhalb der Stadtgrenzen zu sein. Und es ist der weiteste Ort, an dem ich meine Eltern lassen. Sie denken, ich bin noch ein Kind. Aber wenn die Sonne hier draußen an meinem Platz untergeht, bin ich, wer immer ich sein will. Ob ich zu Fuß gehe oder reite wie der Wind, hier draußen kann mir niemand sagen, was ich zu tun habe. Ich bin ein Vogel, wild und frei. Aber mein Pa will nicht einmal, dass ich so weit draußen bin. Er sagt immer, ich solle damenhafter sein. Was nur ein Code für langweilig ist. Ich bin volljährig, ich kann auf mich selbst aufpassen. Ja, aber sie behandeln mich immer noch wie ein Baby-Yakmel. Eines Tages wird es hart auf hart kommen und dann muss ich wohl... Sag mal, willst du ein Geheimnis hören? Oh je, ja?
Ich habe eine Schatzkiste in der Nähe versteckt. Ich spare still und heimlich, lege hier und da ein paar Golds beiseite und ehe du dich versiehst, zack, kaufe ich mir das erste Ticket aus dieser Einjagdstadt. Wie ich schon sagte, frei wie ein Vogel. Wir können natürlich mit der Schiene jetzt hier weitermachen. Das hat natürlich auch nicht funktioniert. Ich glaube, da sind wir gar nicht weit genug für. Ja. Was soll man machen? Ja, sie möchte frei sein, sie möchte woanders sein und nicht hier gebunden. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so richtig für sie, ne? Wir werden dich in Sandrock vermissen. Ah, verdammt, Fred. Ich würde dich und mir an all die anderen Tiere hier vermissen. Aber ich werde zurückkommen und dich besuchen. Und hey, du musst dich auch besuchen kommen. Es ist nicht fair, mir die ganze Last aufzubürden, nicht wahr? Ich sag dir was, Cowboy. Ich fordere dich hiermit heraus, meine Schatztruhe zu finden. Ich würde das Gefallen betrachten, ob du sie findest oder nicht. Wenn du sie findest, bedeutet das, dass ich sie nicht gut genug versteckt habe. Ja, ein Stadtmenschen bist du ganz in Ordnung, Fred. Und ein treuer Gefährte, ein echtes Original. Ich habe das Gefühl, ich kann dir alles erzählen. Lass uns bald wieder reiten gehen. Mach's gut. Ich werde nur noch mal hier bleiben. Ich muss deinen Schatz finden. Also gut, geh meine Truhe suchen. Ich werde jetzt zurückgehen. Sag mir, ob du sie gefunden hast. Oder nicht. Tschüss. Okay. Da steckt hier draußen Geld. Okay. Dann komme ich jetzt hier wieder zurück. Mist. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Blödes Huhn, lass mich in Ruhe. Nehmen wir noch ein bisschen das Holz mit. Kann ja noch nicht anders. So. Schatztruhe. Und hier ist ja... das ist immer nicht... Kann man rein? Oh, das sieht neu. Hier war ich noch nicht. Okay. Huh. Was ist das hier? Was ist hier drin? Elsie's Treasure! Das ist Elsies Schatztruhe. Sie hat ein kompliziertes Schloss und sieht so aus, als ob nur Elsie es öffnen kann. Cool, haben sie gefunden. Ich möchte doch gar nicht wissen, was drin ist. Das ist ihre Sache. Aber cool, jetzt haben wir hier nochmal eine Höhle gefunden. Ist hier noch andere Schätze? Nee. Kann ich nichts mit anfangen. Nee. Hier ist sonst nichts, wie es aussieht. Der Raum ist nur für diese Schatztruhe anscheinend gemacht. Ja, so, okay. Wir haben das Ding gefunden. War jetzt nicht gut genug versteckt, Elsie, müssen wir dir sagen. Hier mal gelegen. Oh, diese Knochen. So. Die spät auf, sagt die. Okay. So, wunderbar. Haben wir das auch gefunden? Was sind wir denn hier überhaupt? Wo sind wir hier? Gott, hier bin ich glaube ich noch nie gewesen an der Ecke. Den Zaun kann ich mich nicht erinnern. Was ist denn da unten? Abgesehen von diesem Huhn hier. Mal hier ran. Okay, da geht's nach unten. Aber es ist auch eine Ruine hier. Da ist auch irgendwas. Kann man da rein? Ah, der Huhn greift mich an. Ey, lass ihn ruhig! Selber schuld, dummes Huhn. Sowas.
Collapsed Building. Das kann ich abbauen, oder was? Womit denn? Ach. Da brauche ich anderes Werkzeug für. Aha. Was für ein Ding? Der geht mir nochmal sehr komisch. Also er läuft sehr seltsam hier auf diesem Boden. Das dürfte doch gar nicht so hier sein irgendwie. Autsch. Okay, hier brauche ich anderes Werkzeug. Ha. Okay. Was sind das hier für Ruinen? Da müssen wir eigentlich auf die andere Seite können, aber ich glaube, das ging nicht. Sie treibt Sand, also kann ich nicht weiterlaufen. Hier ist eine unsichtbare Wand. Da nicht durch. Also auf die andere Seite kann man nicht springen, so wie es aussieht. Das wäre natürlich auch mal interessant gewesen. Dann könnten wir noch mal so ein Gebiet erforschen, aber ist wahrscheinlich nicht vorgesehen. Hm, okay. Okay. Was ist denn hier noch so um die Ecke? Oh, dann geht es nur noch nach unten. Elsie's Best Place. Interessant. Dass ich hier wegkomme. Hat die mich hier nirgendwo gelassen? Aber ich glaube, Elsie ist nicht so der Typ für die Romantik. Also, vielleicht soll ich mir das abschminken und dann eher mich auf mich ankonzentrieren, oder? Was meint ihr? Knack. Obwohl ich es ja auch. Amira ist ja auch noch eine gute Partie. Grace, wenn man vom Essen absieht. Wir können ja auch Baron essen. Kann ich hier mal alles haben. Irgendwie neue Pflanzen gibt es hier nicht in der Gegend, ne? Jetzt sind wir an der Brücke. Okay. Müssen wir weit zurücklatschen hier. Wäre ich doch besser wie hier zurückgeritten. Sandblume. Flop. So, ich glaube, jetzt kommt ein Zug. Ich sehe ja manchmal Truhen. Vielleicht kann ich da noch irgendwas drin finden und so. Ne, diesmal sind hier keine. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Na gut. Noch ein bisschen gelben Lavendel. Können wir ein paar bisschen in die Bäume treten. Pilze gibt es hier noch keine. Können wir ein bisschen Holz schlagen. Okay. So, haben wir noch wieder ein bisschen was für die Ressourcen getan. Hier haben wir noch mal Steinhaufen. Ah ja, da hinten ist dann noch wieder Sandbären. Die werden wir jetzt gleich auch noch mal schnappen. Wupp, wupp. Gibt ja auch noch mal Erfahrungspunkte. Guck mal, die wachsen jetzt hier auch, diese Katzenschnurrhaare. Mhm. Sorry. Ups, hä? So, dann wird es wohl Zeit, dass ich mir ein neues Werkzeug baue, weil wir kommen ja anscheinend dann bei diesen neuen Leveln hier nicht mehr durch mit unserem alten Zeug. Hier können wir noch mal ein bisschen Gülle abstauben. Ich will nur euer, lasst mich in Ruhe. Ich tue euch nichts. Aua! Och, schade, falsches Werkzeug. Heute habe ich aber auch mit dem Werkzeug hier. Mensch, naja. So. Ich habe hier noch ein paar Sandwürmer abstauben können. Oh, da ist einer. Der kriecht hier gerade so gemächlich durch den Sand. Ist ja auch sein Job. Ist ja okay. Klonk. So.
Das war ja ein seltsames Abenteuer, okay. Hier auch noch welche. Hier sind auch jetzt viele von diesen Ballkakteen in der Nähe. Boing. Hier war doch noch was, ne? Dieser, genau, Monument. Das kann man auch noch abbauen. Genau, mal Marmor. So. Und hier. Oregano. Ah, das ist nochmal ein Sandwürmchen. Die jetzt auch rumkriechen. Früher waren die immer fix. Lustig, dass sie darauf Wert legen, dass der Sandwurm sich wirklich bewegen kann. So, hallo Blümchen. Ja, hallo Nudels. Wir haben uns noch gar nicht gesehen heute. Wir waren direkt mit Elsie weg. Mo. So, hier haben sich diverse Sachen auch gebaut. Haben wir hier was Neues, was sich lohnt. Kunststoffschalen will er haben. Okay. Und er möchte ein Stahlschwert. Hei, hei, hei. Der möchte immer sein Segeltuch. Was will er mit diesem Segeltuch ständig? Oh Gott. Gut, das bringt zumindest mal ein bisschen Geld und Erfahrung. Da müsste man das Rezept aber noch kaufen. Dann machen wir mal diese Kunststoffschalen. Dann haben wir die auch. Ein Krempel hier. So. Problemchen, kriegst du mal Treibstoff. So. Bevor du dich da an diesen anderen Futter vergreifen musst. Nee. Da geben die natürlich was Anständiges. So ist ja nicht. Die brauchen Minütchen. So. Ja, dann komme ich jetzt hier nicht raus. So. Das haben wir auch. So. Sender Kudas. Nochmal neu. Naja, wir brauchen noch versteinertes Holz. Kunststoffschalen haben wir eigentlich reichlich. Okay. Die können wir also direkt abgreifen hier. Da. Die nehmen wir mal alle mit. Und die nehmen wir auch mal alle mit. So, mein Freund. Jetzt geht's mal in die Stadt. So, Blümchen, auf geht's. Aua, der geht's nicht raus. Obwohl ich mir immer den Schädel. Aber wir haben uns ja eh schon hier ein paar Mal wegen Elsie eben. Ah, Jasmine bringt wie die Post raus. Nehmen wir ein Tempo drauf. Hinten ist Cooper. Ah, da ist Bell. Hallo Partner, bist du noch ein bisschen faul? Was? Es gibt eine Aufgabe. Geh und hol mir Bronzedolche. Sollst du gerne den Rücken haben. So, wir haben hier diesen Ring. Was macht der eigentlich? Der gibt uns 15 Verteidigungspunkte. Oh, okay. Nice. So, wo sind die Dinger jetzt hier? Kannst du ein Vogelnest haben? Ach, die sind noch in der Mache. Ah, ja, ja, stimmt. Oh. Sind wir zu früh losgeritten. Ja, dann ist auch schön. Wenn Bell hier ist, müsste ja Elsie auch in der Nähe sein. Oh Gott. Gut. Dann gucken wir uns diesen Ring nochmal an. Das bringt uns 17 Glück. Das bringt uns 15 Verteidigung. Und das dann 3 Verteidigung, 6 Ausdauer.
Schatten. Das ist eher was, was man in der Mine gebrauchen kann. Dann kriegen wir noch ein bisschen Ausdauer dazu. Das ist gut, wenn wir sammeln gehen. Dann kriegen wir nochmal zusätzliche Chance, haben eine größere Chance, zusätzliche Rohstoffe zu bekommen, denke ich. Und hier hat man dann im Kampf einen guten Vorteil, wenn wir nochmal 15 Verteidigung kriegen. Dann nochmal 455 Verteidigungspunkte. Ja. Also müssen wir mal gucken, was wir dann auswählen. Ja, der Ring ist ja gar nicht so schlecht dann. So. Was ist dafür? Laufgeräusche. Dann Jasmine unsichtbar mir vorgelaufen, keine Ahnung. So, jetzt müsste ja das Stahl neulich da fertig sein eigentlich. Da finde ich überflüssig dahin gelaufen. Klunk, okay. Also Bronze Dolch oder was auch immer. Da müssten wir jetzt ja, ja Stahlwerkzeuge bauen als nächstes. Ich glaube, wir müssen bei Ski mal neue Maschinen uns besorgen. Ach, da ist ja Ski. Okay. Hey there. Hello, Fred. You appear energetic as usual. What of your homunculus man and his new mirror? Homunculus. Okay. Ja. He was stuck for days. Fascinating. Hat er das vielleicht sogar gewusst, was dieser Spiegel bewirkt? Now, assure you, that was never my intent. I simply designed a filter with pulsing lights to make himself appear more attractive. Diese pulsierenden Lichter haben wohl eher das Gegenteil bewirkt. I figured after looking so good in this mirror relative to any other mirror, he would be so preoccupied that he'd be less inclined to ask for anything else. I didn't expect the result to be so effective, though. Tja, da hast du vielleicht mal vorher das testen sollen. Well, live and learn. Toll, das... You take this for the trouble I've caused. If Homunculus Man ever requires another mirror, I will simply redirect him to the town carpenter and from now on will be making no more attempts to play light. Good day. Ja, das hättest du dir früher überlegen sollen. So, hier hast du deine Schalen. Scheint brauchbar zu sein. Danke. Oh, Ski wurde zu meiner Freundin oder Freund. Sehr schön. Ruf der Werkstatt. Du bist ja gerade hier, dann können wir auch hier direkt mal gucken. Fortgeschrittene Arbeitszeit. Ich glaube, den brauchen wir auf jeden Fall. So. Das könnten wir auch beschleunigen, indem wir ihm noch ein paar zusätzlich geben. Das ist aber teuer, der Spaß. Komm, beschleunigen wir mal um einen Tag. So, Katori läuft auch hier rum. Was machst du denn hier? Ja, hier ist nichts los, ich weiß auch nicht. Ich musste meine Mutter bitten. Ja, das wissen wir schon. Das weiß ich doch, die Trauergeschichte mit deinem Sohn. Was ist denn mit ihrem Mann? Ist sie alleinerziehend? Keine Ahnung. Also von ihr wissen wir ja eigentlich auch gar nichts, ne? So richtig? Also, ganz schlechte Partie ist sie jetzt auch nicht, finde ich. Hat zwar jetzt gar nicht so das Händchen für Geschäfte. Also, gar nicht. Könnte auch sagen, absolut gar nicht, aber. So, total überhaupt nicht, aber mein Gott, wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Na? Miau, miau. Du sagst es, mein Freund. Oberkatze hier, wo warst du? Du magst doch bestimmt, du bist doch eine klassische Katze, oder? Du magst bestimmt Milch, oder? Ja, so. Miau. Ach, du bist wählerisch, okay. Ist leider nicht laktosefrei, sorry. Avio. Was will der? Hey, Fred! Rate mal, was in 3 Tagen passiert! Tipp! Es ist ein ganz besonderer Tag! Jemand hat Geburtstag? Aha, du hast recht! Wo wusstest du das? Bist du so eine Art Meister der Geburtstagserinnerung? Ja, das ist eines meiner Top-Skills. Steht auch in meinem Zeugnis.
In fact, it's my Meine Schwester hat nämlich Geburtstag. Hat sie dir das nicht gesagt? Das ist typisch für sie. That is so her. Wusste ich das? Das wusste ich nicht. Ja, in 3 Tagen ist es soweit. Wenn du es also noch nicht weißt, jetzt weißt du es. Ihr Wahnsinn. Okay, also auch Mira beschenken. Nächstes Problem. Oh, das stimmt. Es ist nicht ihr richtiger Geburtstag. Es ist eine besondere Tradition aus ihrer Heimat. Vor einiger Zeit haben wir Banarocker uns zusammengesetzt und gedacht, ein Geburtstag pro Jahr ist gut. Warum machen wir nicht gleich 2 draus? Und so wurde der Brauch des G-Plus-Tags geboren. What? Okay. Ihr seid lustig. Du nimmst einfach den ursprünglichen Geburtstag, fügst 3 Monate hinzu, teilst euch die Buchstaben in ihrem Namen und ziehst die beiden zusammen und naja, wie gesagt, in 3 Tagen ist es soweit. Ist einfach auch. Da es uns besser geht als damals im Banarock, dachte ich mir, wir könnten zu diesem Anlass ein bisschen protzen und eine Maskenparty feiern. Du weißt schon, so in den alten Büchern beschrieben. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Hast du jemals darüber gelesen? Alle tragen Masken und schicke Klamotten und dann tanzen sie die ganze Nacht durch. Ich wollte das schon immer mal im echten Leben ausprobieren. Cool, dann mache ich mir eine Avio-Maske. Das dürfte alle verwirren. Mein Kostüm ist noch in Arbeit. Ich bin hin und her gerissen zwischen meinem Wunsch, geheimnisvoll zu sein und meinem Bedürfnis aufzufallen. Das ist ein echtes Problem für mich. Das glaube ich. Oh wei. Eine Kostümparty. Auf jeden Fall musst du einfach kommen. Du wärst der Ehrengast. Ja, das wäre natürlich eine geile Idee, eine Kostümparty. Es sei denn, die läuft dann so ab wie dieses Picknick oder wie dieser Geburtstag von Ernest, wo kein Mensch gekommen ist. Die Partys hier waren so bisher manchmal ein bisschen schwierig. Die offiziellen Partys, die sind ja okay. Also, ne, das Weihnachtsding und so und die Sonnenwendfeier und alles, das ist ja geil, aber. Die privaten Organisationen waren bisher immer so ein bisschen, Aber warum nicht? Kostümparty mit Avio und vor allem seiner netten Schwester? Warum nicht? ich habe dein Interesse geweckt. Was? Gut, ich war sogar sicher, dass du kommen würdest, dass ich selbst eine Maske für dich entworfen habe. Pablo hat geholfen, ein bisschen. Hier ist die Anleitung. Oh Gott, okay. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du das zur Maskerade tragen würdest. Oh, wo wir gerade dabei sind. Maskerade! Bei mir! In 3 Tagen! Wir sehen uns dort, Fred! Du wirst es nicht bereuen. Das werden wir wahrscheinlich. Oh, shit. Maske für einen Maskenball gelernt. Oh, was jetzt? Howdy, y'all. Following the involuntary misplacement incident, the minister raised concerns. Concerns about certain water-related allegations laid out by Logan, and well, we're here to put any doubts to rest. Was haben die mit ihrem Wasser jetzt hier? Our latest investigation was spearheaded jointly by Minister Matilda and Mayor Trudy, and carried out by myself and unsure of the Civil Corps. Without further ado, allow me to release our reports to the public. Okay, also es kommt jetzt raus, was sie jetzt rausgefunden haben, ob irgendwo Wasser unterschlagen wird oder so. Firstly, Unshue and I made a full check of the perimeter, a thorough search of the area around Sandrock, leaving no stone unturned. Okay, sie haben jetzt hier jeden Stein umgedreht, er und Unshue. I made double sure of that. Ich bin mir sogar doppelt sicher. Hey, du stehst in mir anderen. Geh weg, Fliegel. Anyway, beyond a certain distance. Just doesn't make much sense to continue looking around outdoors. Transporting the water in and out of town, well, we'd have caught that on stand-up patrols by now. Ja, also jemand, der Wasser rein und rausschmuggeln würde aus der Stadt, das wäre den Patrouillen schon längst aufgefallen. Da war niemand. From there, we moved on to investigating individuals. After a series of interviews and cross-checking data, we have once again confirmed that civilian consumption of water is indeed very close in line with numbers reported by Burgess at the water tower, consisting at 20 tons per month. 20 Tonnen Wasser pro Monat verbrauchen die hier also, okay. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt viel wenig, ob das okay ist, aber das scheint im Schnitt zu sein, der normal ist. So, that's kind of all she wrote. On a positive note, we also found that
for the most part. Everyone was being really careful with water consumption. So, hope y'all can take a bit of solidarity in knowing that we're all out here doing our best for Sandrock. Ja, also alle waren sehr vorsichtig mit dem Wasserverbrauch und ja, wollen weiterhin ihr Bestes für Sandrock tun. Bin gespannt, was Miguel jetzt noch zu sagen hat. Conservers conserving it up. Look doch, schaut auf euch, ihr Sparer, spart weiter, jawohl, immer schön weitersparen, ja. Okay. With that, we're gonna turn things over to Pastor Miguel, who also wanted to say a few words. Pastor, tell us what you know. With pleasure. The first thing I wish to assert is transparency. I'm making all important export records publicly available. If you want to check said records, you'll find that 80% of all water is imported and 20% comes from the oasis, so as not to put a strain on it. Mhm. Okay, also er macht jetzt transparent, dass alles, was er ein- und verkauft von dem ganzen Wasser, dass es nachvollziehen kann, 80% werden vom Wasser importiert, die liegen halt nun mal mitten in der Wüste, und 20% kommt von der Oase. And now for the specifics. Sandrock imports 16 tons of water every month from two sources. Highwind via the East Rail, and Portia through Atara. Another 4 tons comes from the Oasis. Justice himself has checked the levels every step of the way, and has confirmed that at no point has there been any tampering. Also Sandrock bekommt sein Wasser aus zwei Quellen, und zwar Highwind und aus Portia. 4 Tonnen kommen von der Oase von dem Wasser. Und Justice hat jeden einzelnen Weg hier gecheckt. Ja, und festgestellt, dass da keinerlei Unregelmäßigkeiten gibt. Can you confirm that, please, Sheriff? Yep, sounds about right. We looked into every in and out of the process at random times throughout the last few weeks, and it all checked out. Okay, wir haben alles überprüft. Ja, also super. Good. And to be frank, my past performance speaks for itself. There has not been a single accounting error in Sandrock history since my arrival here. To even suggest that suddenly I've lost my touch is an insult. Good day. Okay, seit er da ist, gab es keinen einzigen Buchhaltungsfehler mehr. Ja, schön für ihn. Ja, dann haben wir alle kein Problem. Ist doch super. Give it up for Pastor Miguel, everyone. He always knows how to brighten our day. Am I right? Ja, der versteht es wirklich, unseren Tag zu erhellen. All right. Well, with that, I think we can about call this little conference to an end. In conclusion, so-called claims of someone hiding water is verifiably false. If you still have questions, take it up with me personally. Okay, damit ist offiziell, niemand versteckt Wasser. Das ist ein Gerücht und es ist falsch. Und falls er einmal noch Fragen hat, kann er sich persönlich an ihn wenden. Ja. Das war alles nur eine Finte von Logan, wahrscheinlich, um dich zu verunsichern. Mayor? Minister? Any closing thoughts? It is a very compelling report. Well, if that's the way it is, that's the way it is. All we can do is trust each other. Because each other is all we have. Let's continue to do our best in fighting for Sandrock, together. And I think it goes without saying... Conserve water. Spart Wasser. Eieiei. Okay. Ja. Wir haben sonst die Pferde scheu gemacht hier. Gut. I love you. So, jetzt haben wir mit dir auch nochmal gesprochen. Catch you later. So, das habe ich irgendwie anverpasst. Den wollte ich eigentlich nochmal quatschen. Aber gut. Mit Nemo schon. Heute? Nein! Ach, immer so viel zu tun. Nemolein, was geben wir dir denn heute? Ich muss mal wieder Hundefutter machen. Ach nee, ein Häufchen für dich. Bitteschön. Waff, waff. Ja, aber es gibt nichts Schöneres als so ein schönes Häufchen, nicht? Hunde. Will sie immer noch diese Seidenschale haben? I've never had doubts about anyone in Sandrock. I just hope this shuts the book on worrying about who's drinking what, so we can get back to worrying about our future instead. Ganz genau.
Hey there. Seidenschaden, okay. So long, partner. Hm, okay. Die eigentlich noch auf. Ah, die hat den Seidenschal. Ah, okay. 2% mehr. So, komm, dann rennen wir nochmal schnell rüber. Ich glaube, ich bin zu Fuß schneller, als bis ich jetzt aufgestiegen bin. Dann haben wir das auch schnell erledigt. Auch mehr Kätzchen läuft hier auch rum. Hello. Ja. Ja, ich bin ja dabei gerade. So. Dann das blöde Ding jetzt schon wieder. Ach, die Bronzedolche. Ja, hier. So, damit haben wir auch zu Heidi und Jasmine nochmal plus 1 bekommen. Sehr schön. Hallo, Pen. Ja, yeah, hallo. So, haben wir das auch. Jetzt haben wir schon wieder 9 Uhr. Also, wir haben für nichts Zeit hier. Ich wollte eigentlich Kartoffeln kaufen. Das war eigentlich alles heute. Dann haben wir einen romantischen Ausritt gemacht, um mehr oder weniger romantisch. Puh, und dann festgestellt, keiner ist hier am Wasser verschwenden und wir dürfen uns wieder 20 Mal am Tag die Hände waschen. Zum Glück weiß das keiner. So, ich hoffe, ihr verratet das keinem. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und spart Wasser. Ja, dann eben nicht.